Wir befinden uns hier auf einem Kiesgrubengelände in der Nähe von Handorf. Handorf ist mittlerweile ein Ortsteil der Stadt Peine geworden, obwohl früher selbstständiger Ort, selbstverständlich. Auf diesem Kiesgrubengelände hat eine Grabung stattgefunden, eine Ausgrabung, eine sogenannte Notgrabung. Aber diese Situation ist nicht unbedingt spezifisch für dieses Gelände. Sie kann so oder so ähnlich überall stattgefunden haben. Was wir zurzeit dort sehen, ist ein Radlader, ein Schaufelbagger, der die Humusschicht, Mutterbodenschicht, etwa 40 cm stark abträgt. Das heißt, die ersten 40 cm über der Kiesschicht, die bautechnisch interessant sind, gehen sozusagen verloren, werden aufgeschüttet, werden verfüllt, eventuell an interessierte Bauherren verkauft. Was hier auftaucht, ist ein Grubenprofil, ein Wandprofil, das vom Saugbagger, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, letztendlich dann abgebaggert wird. Hier ist es zu Funden gekommen, und zwar hat ein Angestellter der Stadtverwaltung frühgeschichtliche Scherben gefunden im Zusammenhang mit Aufräumarbeiten, die er im nahegelegenen Friedhof, der an das Kiesgrubengelände grenzt, gemacht hat. Im abgeschobenen Humusboden, der aufgetürmt der Verwitterung preisgegeben lag, fand Wolfgang Schröter mehrere Fragmente, die er als frühgeschichtlich einstufte. Er ist Hobbyarchäologe und hat gewisse Erfahrungen im Bereich von Ausgrabungen und konnte somit davon ausgehen, dass hier eventuell eine Siedlung oder ähnliches verborgen lag unter den Erdschichten. Nun gab es mehrere Probleme, was das Aufspüren dieser Siedlung angeht. Unter den Baggerspuren ist natürlich allerhand zerstört worden. Das heißt, die oberen Schichten sind reichlich durchmischt. Was als nächstes getan werden musste, war, das gesamte Areal abzusuchen mit einer Hacke. Es wurden also Flächenprofile geputzt. Und wenn man dann Glück hat, trifft man nach einiger Zeit auf eine Verfärbung, eine dunkle Verfärbung, und es stellt sich heraus, dass es sich um eine Siedlungsgrube handelt, und es wird dann planmäßig weitergearbeitet. Nun, die vorgefundene Verfärbung wurde im Flächenprofil geputzt, das heißt, alles wurde auf einen Horizont gebracht, und anschließend nach der Quadrantenmethode versuchen wir hier die Grube auszugraben. In der Mitte bleibt ein kreuzförmiger Steg stehen. So lässt sich auch nach dem Ausgraben der Hauptanteile immer noch die Höhe und die Umrisse der Grube erkennen. Durch den Bagger zerstört worden ist diese Grube, die hier im Flächenprofil zu erkennen ist. Die ungefähren Abmessungen werden mit Fluchtstangen gekennzeichnet. Dies ist wichtig für die spätere Einmessung, denn nicht nur der Fund selbst interessiert in diesem Zusammenhang, sondern vor allen Dingen auch die Anordnung, die Tiefe und der Fundzusammenhang. Die Bergung der Keramik erweist sich als äußerst schwierig. Der Boden ist hart, wird hier vorher etwas getränkt. Die Keramik selbst ist weich, bei niedrigen Temperaturen gebrannt und kann nur äußerst schwierig von der umgebenden Erde getrennt werden.
Mittlerweile hat eine erste Sichtung des Grabungsgeländes durch den Bezirksarchäologen stattgefunden, der weitere Anordnungen zum Verfahren bei der Ausgrabung gegeben hat. Er hat auch eine vorläufige Datierung der Keramik, eine vorsichtige Schätzung, ins 7., 8. Jahrhundert gemacht. Und es wird hier eine sehr frühe mittelalterliche Siedlung vermutet. Probleme bereiten diese Erdwälle. Sie drohen abzurutschen, wenn im unteren Bereich ausgegraben wird. Wir hoffen, dass wir mit der Baufirma über einen eventuellen Abhub dieser Humuswelle verhandeln können. Es würde uns die Arbeit erleichtern. Heute ist Freitag und wir werden also das ganze Wochenende Zeit haben, hoffentlich ungestört zu graben, sofern das Wetter mitspielt. In unmittelbarer Nähe des Grabungsgeländes befindet sich der Ort Handorf. Die anliegenden Bauernhöfe grenzen in etwa 200 Meter Entfernung an das Grabungsgelände. Möglicherweise haben wir es hier mit einem Vorläufer des Ortes Handorf zu tun. Ein direkter Zusammenhang zu der späteren Besiedlung des Hauptortes ist durchaus denkbar. Der Ort Handorf selbst ist historisch interessant. Es gibt Funde aus dem Kernbereich. Im Ort selber sind die berühmten Schmuckplatten von Handorf gefunden worden, die heute im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover ausgestellt sind. Hinter diesem Gehöft dort erstreckt sich ein weiteres Kiesgrubengelände, auf dem in den 70er Jahren ein komplettes Uhrenfeld aus der Völkerwanderungszeit ausgegraben wurde, heute im Kreismuseum in Peine ausgestellt. Nun das mühselige Kratzen und Suchen nach Funden, die uns mehr Informationen über die Bewohner der Siedlung geben, hat sich in der Tat schon nach anderthalb Tagen gelohnt. Es gibt bereits die ersten Funde, die mehr Aufschlüsse zulassen. Tatsächlich Keramik, hier verpackt in Beuteln, getrennt nach Gruben und nach unterschiedlichen Höhen, soll beim späteren Auswerten die Arbeit erleichtern, sowohl beim Restaurieren wie auch beim Rekonstruieren der Fundlage. Die Keramik selbst, hier ein Randstück, ist äußerst brüchig, schwierig zu bergen. Wir hoffen, wenn sie ein wenig in der Sonne liegt, dass sie austrocknet, etwas aushärtet. Was im Falle dieser fast zinnoberroten Keramik zum Beispiel nicht gelungen ist. Die Keramik ist im untersten Horizont einer Grube gelegen und ist derart zertreten, dass eine Bergung hier nicht mehr möglich ist. Dies ist auch ein typischer Befund für diese Keramik. Sie wird als Sekundärbrand bezeichnet. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Keramik nicht nur bei der Herstellung gebrannt wurde, sondern wahrscheinlich später nochmal im Feuer gelandet ist und dadurch ihre charakteristische rote Farbe erhalten hat. Mittlerweile lässt sich auch die Intention der Grabungstechnik an der Grube 3 erkennen. Wir haben die erste Vorstellung vom ungefähren Ausmaß der Grube und die Sache wird weiterverfolgt, bis in allen Quadranten bis auf den gewachsenen Boden heruntergegraben wurde.
Gegen Witterungseinflüsse und neugierige Augen wird nach getaner Arbeit die Grabungsfläche mit einer Plastikplane abgedeckt. So werden die Stege, die stehen geblieben sind, halbwegs gegen Regen und Auswaschung geschützt. Heute ist Samstag, wieder einmal Notgrabung, immer noch Handorf. Der Wettergott ist uns gnädig und auch über Nacht sind die Profile der Grube stehen geblieben. Die Stege sind nicht weggeschwemmt worden. Wir werden das Ganze jetzt mal mit Wasser besprühen und wir versprechen uns davon, dass die ausgetrocknete Oberfläche dadurch etwas besser zu fotografieren ist, dass wir mehr Kontraste in die ganze Sache hereinbekommen. Die Form der Grube lässt sich hier aus diesem Ausschnitt bereits erahnen. Alle anderen drei Quadranten werden auch auf dieses Niveau heruntergegraben, letztendlich dann bis auf den gewachsenen Boden. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass wir es bei den Gruben, die wir hier vorfinden, um Siedlungsgruben, eventuell Reste von Grubenhäusern handelt. Hier im unteren Horizont der Grube 2, wie bereits in einem der oberen Horizonte, finden sich Fragmente von Schweinezähnen, eventuell Schweinezähnen. Das sind natürlich eindeutig Belege für die Anwesenheit von Menschen. Ob die Datierung in die Zeit des 7. Jahrhunderts stimmt, wird sich nach Ende der Auswertung zeigen. Im oberen Bereich der Grube 3 gefundene Fragmente von Eisenschlacke sind ebenfalls typische Siedlungsbefunde. Die frühgeschichtliche Eisenschlacke ist schwerer als die Schlacke, die wir heutzutage kennen. Sie wurde noch ausgeschmiedet, der Eisengehalt ist weitaus höher. Gefundene Keramikfragmente, hier eine größere Wandungsscherbe in Grube 2, werden mit äußerster Vorsicht geborgen. Die Keramik ist, wie gesagt, sehr brüchig und weich gebrannt. Um die Ausdehnung der Grube 1 in der Fläche festzustellen, muss zunächst etwa 40 cm vom Mutterboden abgeschoben werden, der hier noch ansteht. Im Wandprofil der Baugrube ist die Grube bereits deutlich erkennbar gewesen. Hier eines der typischen Probleme für diese Grabung, ein Erdwall, der sich in unmittelbarer Nähe befindet und nachzurutschen droht. Deutlich erkennbar die schwarze Verfärbung, die sich vom Kies der Umgebung abhebt. Nach dem Abtragen der etwa 40 cm starken Deckschicht aus Mutterboden wird der Siedlungshorizont sichtbar. Und hier bei der Grube 1 haben wir Glück gehabt und haben gleich im oberen Horizont jede Menge Keramik, die dort offenbar weggeworfen wurde. Und die ist stark komprimiert und die wird jetzt hier präpariert.
haben mittlerweile den ersten Horizont dieser Siedlungsgrube freigelegt und erkennen hier deutlich Keramik, die niedergelegt wurde. Randstücke sind dabei, große Wandungsscherben und interessanterweise im Aushub hier auf diesen ersten 20 cm ein Fossil, ein Seeigel. Das ist ein typischer Befund. Wir kennen Vergleichsfunde hier aus dem Kreisgebiet im Zusammenhang mit Siedlungen. Die Menschen der Frühgeschichte haben Fossilien gesammelt. Nun, wir werden die Keramik, nachdem dokumentiert worden ist, bergen und die Grube Schicht für Schicht weiter heruntergraben. Auch der Sonntag wird genutzt, es wird gegraben, übrigens freiwillig. Die Vermessungsarbeiten sind wichtiger Bestandteil der Dokumentation. Die einmal ausgegrabene Siedlung lässt sich sonst nicht mehr lokalisieren. Ein größeres Keramikfragment befindet sich im Randbereich der Grube 3. Es wird hier vorsichtig ausgegraben. Nachdem wir es herausgenommen haben, zeigt sich, dass es ein Fragment eines kleinen Schälchens ist. Oben sehen wir den Boden. Es wird vorsichtig das Erdreich entfernt. Wenn das nicht geht, werden wir es noch ein bisschen in der Sonne trocknen. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen drehen, dann sehen wir, dass das ganze Gefäß bis zum Rand hin erhalten ist. Wenn wir Glück haben, finden wir in der Grube oder vielleicht in anderen Gruben weitere Reste des Gefäßes. In Grube 4, einer Grube, die wir jetzt neu begonnen haben, fand sich schon in der Deckschicht ein Spinnenwirtel, der nahezu unversehrt gefunden wurde. Und wir können hier mal kurz demonstrieren, wozu diese Spinnenwirtel benutzt wurden. Hier ist ein Loch in der Mitte, das Ganze ist aus Ton gefertigt und das Loch ist chronisch gebohrt. Man steckte einen Holzstab dort hinein in die Öffnung und konnte dann den Faden verspinnen und hier dient dieses Gewicht dann als Schwungscheibe und man konnte den Faden aufzwirbeln, anschließend den Stab wieder herausziehen. Auch am folgenden Montag bleibt das Glück uns treu und wir finden ein weiteres großes Fragment des Gefäßes, was bereits am Sonntag in Grube 1 gefunden wurde. Nun lässt sich mit Sicherheit annehmen, dass wir das ganze Gefäß wieder restaurieren können. Es handelt sich in der Tat um ein kleines Schälchen. Es ist ockerfarben, in der außen ockerfarben, in der Innenseite schwarz. Nach Feierabend wird bereits fleißig restauriert. Und man sieht hier schon, dass das gefundene Fragment sicherlich zu dem Erstfund passt. Nun, neue Funde, neue Datierungen. Der Bezirksarchäologe hat eine weitere Prospektion des Geländes unternommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich wahrscheinlich um eine ältere Siedlung als bisher angenommen handelt. Und gerade mit Hilfe dieses Fundes hier ist eine Datierung in die Zeit des 1. Jahrhunderts vor Christi festgelegt worden, vorläufig festgelegt. Und wir haben es somit mit einer Siedlung aus der ausgehenden Latinezeit zu tun. Diesem etwas unscheinbaren Tonklumpen, der sich im obersten Horizont der Grube 4 fand, handelt es sich wahrscheinlich um die Reste eines Webegewichts. Wir hoffen, dass wir beim Freilegen aller Quadranten
noch weitere Teile dieses Gewichtes finden. Eventuell handelt es sich bei Grube 4 um eine Webgrube, denn auch ein Spinnwirtel fand sich ja, wie wir jetzt schon wissen, ebenfalls in dem gleichen Horizont.